Leute, ich habe es wirklich geschafft. 10.000 Haustürglücksbringer ohne gezielten Farm, nur mit Shadowlands-Mission vom bekackten Missionstisch. Und jetzt kann ich mir dieses ranzige Haustier für 10 fucking K kaufen, Junge. Diese vergoldete Mistmade wandert jetzt in mein ranziges Inventar und jetzt in die Haustiersammlung. Holy shit. Da ist er einfach. Look at him. Er ist fast so groß wie ich. Das erwarte ich auch bei dem Preis. Wunderschön. Das war's wert. In irgendeinem weirden Fallenparcours. Mit Gegnern. Oh Gott. Nur das beste. Fuck. Das ist Karma. Junge, ich dachte, ich habe das Timing raus von den Winddingern. Aber nein, die ziehen einfach 3 Jahre durch. Mir ist bewusst, dass du hier drüber hüpfen kannst. Wie bitte? Kannst du das nochmals zeigen? Imagine, du wirst wieder geknüppelt, damit jemand deine Wegpest macht. Ja, geil. Das überfallen dann so, boah, ich wollte schon immer Hexer spielen. Jens, die Bullen kommen. Ah, 2 Minuten noch, hab's gleich. Hände hoch, sie sind ein Einbrecher. Bruder, die Kiste noch, die Kiste noch. Sag allen hier, ich bin unterwegs. Der ist ja auch 92, ne? Was? Der Sänger, wie heißt er? Phil Collins. Koda, der Bär. Boah, das Katzenrudel. Der Wächter davon ist immer noch das coolste Mann. Der Wächter? Ja, der Löwe. Achso. Der mit dem goldenen Geweih. Das ist ein altes russisches Märchen. Okay. Väterchen Frost und der Hirsch mit dem goldenen Geweih. Und das war übel geil, weil wenn Väterchen Frost durch den Wald stapfte und dann den Frost an die Bäume zauberte, haben die einfach aufgenommen, wie sie gegen so einen Baum treten und dann der Frost runterfällt oder der Schnee und dann haben sie es einfach rückwärts abgespielt. Heiße Würstchen, Leute. Jetzt auch Bock drauf. So hieß auch Tobis Knabenchor. Heilige Scheiße, Mann. Oh, Junge, der hier von euch ist aber auch richtig geil gewesen gerade. Junge. Ölt mich ein mit der Heilung. Ja, bitte. Okay. Junge, der arme Designer, der diesen Überrock von Orphea designt hat. Schön jedes Dreieck einzeln. Da noch eins hin. Auch animieren. Und dann noch eins. Braucht noch jemand Portnösen? Alle da, oder? Ich bin da, Rocktulf. Ich noch nicht. Junge. Der Hate gegen mich, flipp aus. Ich bin da, Rocktulf. Wichtige Frage für mein Gear-Setup. Haben wir irgendeine Übersicht, wie viele bei uns bei welchem Pakt sind? Hat da wer irgendein Tool oder so? Ja. Wie viele haben wir denn bei Ventür? Weiß ich jetzt gerade nicht. Cool, danke. Robert. Hallo, ich bin Ventür. Hallo, nice. Ja, aber dann würde ich ja auch davon profitieren. Also passt schon. Also lohnt es sich nie. Was studierst du? Landschaftsarchitektur. Ah, oh, dann wirst du ja mal irgendwas. Nicht so wie ich. Kann sein, wenn du das Studiengang, ja. Du bist Agrano übrigens. Hey, bin hier. Fresh. Irgendwann ist er wieder da, glaube ich. Aber Hellelf. Hi. Klingt aber so ähnlich irgendwie. Ja, total weird, oder? Ist ja Zufall, ne? Ich habe nicht die Berechtigung für einen Pulltimer. Was? Es ist ganz schlimm hier, die Zustände. Ich habe letztens Annabelle 1 und 2 geguckt, tatsächlich. Finde ich gut. Mit den Rentieren? Nein. Also der erste ist ziemlich die Scheiße. Annabelle und die fliegenden Rentiere, schöner Film. Mhm. Oh, der war wirklich toll. So nämlich. Ich habe einen Pulltimer jetzt gemacht. Ich sehe ihn. 6, 5. Ich habe es bis jetzt selten so schön gesehen. Das ändert sich noch bei den anderen Bots. Das war's dann die Woche für Loot mit mir. Crate Toxic? Nee, es ist komplett unnötig, aber das ist Crate häufig. Was reicht dir? Was reicht dir in der Wii U? Ach so, ja, verstehe. Da gab's die falschen Tabletten zum Armbrot. Ja, naja, meine Tasche ist auch so schon voll. Ich habe nur die ganzen alten Schmuckstücke drin. Du musst ja auch nicht für alles rollen. Doch, ich muss. Ich meinte jetzt, ob jemand einen Zweier-Set-Boni hat. So, ja, Craft und Rocktool. Also nur übel coole Leute. Okay. Und Rocktool. Zumindest einer davon. Ja, ja. War ja im Grunde derselbe Satz jetzt. Na, die ist da, wo auch mein Arbeitslaptop ist. Aber du hast ja nicht wirklich die Listen handschriftlich, oder? Du hast sie digital irgendwo in einer Cloud liegen. Nee, ich hab die wirklich handschriftlich. Holy shit, Alter. Wie mit meinen Zettelchen. Das war super. Aber ich glaube, bei dem war Pull. Ist Pull, ja. Darf ich fragen, warum du deine KR-Liste mit zu Freunden? Zum Angeben. Nee, ich habe halt gestern noch eine Videokonferenz bei Freunden gemacht und hatte ich meinen Blog dabei. Und da ist auch die Liste drin. Ich fragt euch bestimmt, was ich im Interwebs mache. Schaut mal. So. Diese Abwerten. Ja, guck mal, der Tasse erfüllt. Richtig wie so ein wütender Opa, wenn sie in irgendeinem Lokal 2 Männer küssen oder so. Hinter der Zeitung einfach so, Das hab ich auch noch nie gesehen, du. Und der kickt, oder? Nö. Ihr könnt euch alle an den Rand stellen. Kannst ihn nehmen, er ist ganz viel. Tu ich,
Siehst du mich, wie ich im Rand balanciere? Ah ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Achtung. Oh nein. Eine ehrliche Antwort. Sie sind kein Niemand. Nö, ist er nicht. Für uns zumindest nicht. Domi, hi. Für mich sind sie das nicht. Ich habe den Eindruck, dieser Kuss war mehr als nur ein Ablenkung. No, 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 das meinte ich nicht. Bro, das meinte ich nicht! Alles Gute nachträglich, jawohl. Jawohl. Wie geht's dir mit 50? Oh ja, wie mit 49, ne? Sind alle in der Gildenbank gelandet. Oh, ich kann schon wieder nicht klicken. Ich muss mal ganz... Hey, es ist so ein Kotzen, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Ich bin da, alles gut. Oh. Wollen wir es probieren? Ja. Nicht? Dann nicht. Ja, wir haben noch ein Reset mit den. Okay, geht los. Du heilst dich doch. Das ist halt, also bei Halondros zum Beispiel muss ich jedes Mal, wenn wir gelaufen sind, mein Wissen. Schaff ich nicht hören. Achso, ja, gut. Auch ins Boot. Ja, eine wütend plus treue Tiere ist komplett rip. Hab das gemacht, Leute, ist überhaupt kein Problem. Die Idee ist, lassen mich aus Hass an der Fähigkeit verrecken, die sie alle stunnen könnten. Nee, ich hab keine Stun davor. Treue Tiere? Jetzt, dann ist er einfach auf Cooldown, damit du weniger Schaden insgesamt bekommst. Ja, aber willst du den nicht lieber aufheben für den Schaden, der mich garantiert killt? Nein, das bin ich. Dafür bin ich zu blöd. Es ist ja auch wirklich räudig, dass es immer in Momenten durchkommt, wo wir auch einfach keine Movement-Freiheit haben. Die rettende Option wäre gewesen, noch mehr zu pullen, was dann den Paladin für 3 Sekunden gefreut hätte, bevor uns alle niedergemetzelt hätten. Wir mit einem Lachen gestorben. So, der Name dieses Paladins war Gold Roger. Ey, Mann. Ah! Das ist okay. Eigentlich spielen wir alle Klassen, die stunnen können. Ja, können wir jetzt nochmal testen. Diana kann auch stunnen. Wir haben noch eine neue Chance, Leute. Wo ist Anna denn kann mit Sehensverzüchtigung. Der Hundemeister heißt Hundemeister tatsächlich. Okay. Hey! Yay! Was denn? Embrace your Lord Blood Decay. Bei jedem einzelnen durchtammen und jeden einzelnen Feuerbrand draufsetzen, wenn ich damit durch bin, kann ich wieder von vorne anfangen. Bestroter ever confirmed. Okay, alle da? Ich ziehe das erst, wenn die Kugel da, also wenn der Kugel, also KR meine ich. Tobi gibt einem Leguan einen Zungenkuss. Das habe ich optimal hinbekommen, also bitte. Bolias züngelt mit Rocktool. Okay. Ich finde das gut, dass ich weine. Das finde ich sehr gut. Ja. Bolias macht sich über Jäger lustig. Hai unterhält sich unter Wasser mit einer Giraffe. Nice. Ja, das ist gut. Ein Hai wundert sich über eine schnorchelnde Giraffe. Nice. Eine schnorchelnde Giraffe mit einem lauernden Hai. Ja, nice. Das ist gut. Die Giraffe verwunderte Hai. Dübelt aber auch unter Wasser erstmal in Ruhe ein, Junge. Das könnte einfach so ein Nachfolger von Mr. Eyeballs sein. Anduin kauft sich einen Tüte Chips nach dem Fight. Oh. Oh, sorry. Skywalker tauscht Nachos gegen Bares. Tut mir so leid. Eins ist zerstückelt. Die Bibel mit dem Papst. Mit dem auf dem Grün, das ist ein umgedrehtes Kreuz. Ich dachte, das wird die Bibel. Also.